Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Gold 1. Dafür müssen wir mal ein paar Spiele in Folge gewinnen. Das heißt, wir werden jetzt in der Aufnahme zwei Spiele in Folge gewinnen. Wichtig ist halt ruhig bleiben im Spiel. Das habe ich im letzten Spiel gemerkt. Wir haben zwar verloren, aber wir lagen 2-0 hinten, haben es dann trotzdem geschafft, noch auf ein 2-2 auszugleichen. Und ja, ich spiele gerade nicht das, was ich eigentlich kann. Das muss ich mir einfach eingestehen. Da muss ich zurechtkommen. Ich bin viel uninspirierter. Ich mache teilweise dumme Pässe. Und das kriege ich jetzt nicht weg. Ich muss jetzt die restlichen Spiele machen und kann eigentlich nur versuchen, mich nicht aufzuregen. Weil, wie gesagt, ich habe trotzdem dann aus dem 2-0 noch ein 2-2 machen können. Und ja, jetzt haben wir wirklich viele Spiele in Folge verloren. Ich weiß auch nicht, müsste langsam mal wieder die schwachen Gegner kommen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal. Gegner hat Pause gedrückt. Also werden wir jetzt versuchen, den Ball nicht sinnlos rauszuspielen. Wenn er hier irgendwas umstellen will, dann soll es schön sein, nachdem er den Ball aus seinem Netz rausgeholt hat. Schade. Oder eben jetzt. Aber immerhin zum Abschluss gekommen und kein sinnloser Mist dabei gewesen. Ja, er wird aufs 4-1-2-1-2 wegstellen, weil, umstellen, weil er wird nicht Costa da im zentralen Mittelfeld zu spielen. Dass die den alle haben, das muss irgendeine Squad-Building-Challenge sein, da bin ich mir ziemlich sicher, aber habe ich mir noch nicht angeschaut. So, ah ja, ich habe Ribéry wieder eingewechselt, Mertens auf den Transfermarkt gestellt und Reus, das heißt, Reus war ja auch scheiße teuer, daran habe ich gar nicht mehr gedacht, den hatte ich mir ja für 125.000 geholt. Das ist auf gar keinen Fall wert, wenn ich mir überlege, dass sich Ribéry echt besser anfühlt. Und da habe ich keinen Bock, so viel Kohle für den auszugeben, deswegen. Schade. Spielt Vogt, fällt mir gerade auf. Ist doch sehr merkwürdig. So, Ribéry, zeig mir direkt nochmal in dem Spiel, warum ich dich nehme statt Reus. Schön gespielt. Nicht der beste Abschluss. Ich muss sagen, nachdem ich jetzt... Was macht denn Fährmann da? Nachdem ich jetzt Icardi da habe, bin ich echt... Habe ich Bock auf einen noch besseren Stürmer in der Bundesliga. Ich war eigentlich zufrieden mit Werner, aber da ich die Pace sowieso nicht wirklich groß nutze. Ich echt mal Bock auf ein Abschlussmonster, aber ich glaube nicht, dass es irgendeinen momentanen Stürmer gibt, den ich mit der Bundesliga leisten kann, der auf einen Scorerwert kommt, der besser ist als der von Werner. Schlechter Pass von der Rang ist, schade. Also defensiv finde ich es gerade ganz gut, offensiv noch nicht so gut bei mir. So, mal schauen, ob wir hier auch ins 4-1-2-1-2 gehen. Ich habe normal abgeschlossen, also ich habe nicht flach schießen gespielt. Das war auf Halle von allein gemacht. Schade. Ich wollte eigentlich Vollspann ins lange Eck schießen. War niemals ein Foul. Oh, die muss er machen. Das ist eigentlich eine hundertprozentige. Keine Ahnung, wie er den daneben setzen kann mit Lacazette.
Ich glaube, ich gehe ins 4-1-2-1-2. Das hat mir nicht so gefallen. Wir waren jetzt auch offensiv. Ich meine, gerade Riesenchance, nicht so mega stabil, dass es jetzt lohnen würde. Das einzige Schade ist halt, dass Reus halt im 4-1-2-1-2 eigentlich besser war für die Stürmerposition, als das jetzt bei Ribéry der Fall ist. Ich überlege halt gerade, wie sieht es bei Jarmolenko aus? Abschluss 84. Er hat halt leider nur diesen linken Fuß, aber ich glaube, Jarmolenko sollte trotzdem vielleicht die bessere Alternative sein. Ich teste den mal als Stürmer im 4-1-2-1-2. Wo ich es eigentlich nicht so mag. Aber er hat halt den deutlich besseren Abschlusswert als Ribéry. Muss ich mal selber erstmal dran gewöhnen, dass jetzt meine Spieler anders stehen. Echt Tarnvogt, das ist jetzt nicht wirklich die Crème de la Crème der Innenverteidiger in der Bundesliga. Nicht das Gefühl, dass das hier damit wirklich besser funktioniert mit der Formation. Dann würde ich natürlich wieder auf meine Stammformation zurückwechseln. Gibt's jetzt auch meine Karte oder so? Also, ist er nur noch am Faulen? Und, oh, er schafft's. Krass, Lucky natürlich das Tor, aber da hat sich doch schon gelohnt, Jarmolenko als Stürmer einzustellen und nicht Ribéry. Ja, kommen wir an den Torhüter ran und dann ist er trotzdem drin, haben wir Glück. Dann lasse ich die Formation erstmal. Sei denn, es funktioniert dann nicht mehr, dann wechsle ich wieder. Schade. Schön gemacht mit Tolisso. Aber das 1-0 reicht nicht, verdammt. Aber wir scheinen defensiv ganz stabil zu sein. Egal ob jetzt im 4-2-3-1 oder im 4-1-2-1, wo der Gegner hat einmal daneben geschossen. Das war's. Aber die Chance mit Lacazette, die hätte er halt einfach machen müssen. Das war eigentlich eine hundertprozentige. Ich weiß auch nicht, der hat einfach Vollspann geschossen. Vielleicht wollte er auch anders schießen. Ich kenne es ja selber. Man hat irgendwie was Falsches gedrückt oder so. Weil er musste eigentlich nur flach. Aber ich denke, selbst wenn er nur kurz auf Schießen drückt, macht den Lacazette von alleine flach. Also da muss man wahrscheinlich gar nicht viel machen normalerweise. Er sah halt aus wie zu straff aufgezogen. Aber gefährlicher, als es auf den ersten Blick aussah.
Also bestimmt auch nicht von ihm geplant. Das ist doch ein bisschen aggressiver, wie es aussieht. Das ist mal gelb oder? Nö, ne? Brauchen wir nicht gelb hier. Haben wir vergessen. Die Karte ist zu Hause geblieben. Schön gemacht von Sokrates. Ach schade, er wird leider blockiert, der Range. Das kann man eigentlich auch schon wieder fast als voll werden. Schade, schade, schade. Aber genau noch im richtigen Moment sich anders überlegt und ist nicht Akku drauf. Wäre ich wohl durch gewesen. Das hat er gut gemacht. Schöner Heel-to-Heel, hat sich gelohnt. Ich komme jetzt auch in der Formation nicht mehr wirklich durch. Da wechsle ich einfach wieder zurück auf meine Stammformation. Ich denke, da fühle ich mich auch ein bisschen sicherer, vor allem was das Defensive angeht. Und Ribéry können wir eigentlich mal auswechseln. Reicht dann aber defensiv beim 1-0. Ich dachte, Werner geht über außen, das hat er leider nicht. Alter! Danke, Schmelzer. Ist Ginter da. Hab Ginter auch noch nie einen Fehler machen sehen, aber gut, ehrlich gesagt habe ich auch noch nie gesehen, dass Sokrates einen Fehler gemacht hat. Rot, bitte. Kriegt der Gegner jetzt ab wahrscheinlich. Ach ja, Torhüter, wir bekommen kein Rot. So, also es war zumindest früher so. Es kann sein, dass es immer noch so ist, aber früher bekam Torhüter kein Rot. Weil man halt keinen Torhüter auf der Bank hat. Das ist natürlich, also eigentlich ist es rot, aber ich glaube, das wird immer noch so sein, dass man online, offline natürlich nicht. Aber online ist es immer noch wahrscheinlich so, dass man das Torhüter kein Rot bekommt. Das ist wirklich das Allerbeste. Das ist das Allerbeste, wenn er die Richtung zeigt, ich da noch dahin schieße und er dann trotzdem drüber springt. Sehr geil. Vorlagenschmelzer. Okay, wir haben das Spiel gewonnen. Nicht so souverän, wie ich es gerne hätte, aber der Gegner hat nullmal aufs Tor geschossen. Von daher passt das schon. Jetzt gewinnen wir noch das nächste Spiel in der Aufnahme. Dann sind wir schon mal bei... Oh, wir haben beide Karten verkauft. Reus und Mertens. Haben jetzt über 200.000. Das heißt, wir könnten uns dann echt mal einen teuren Spieler leisten. Falls da einer interessanter ist in der nächsten Team of the Week. Na, oh, ich komme nicht nach unten jetzt.
Ich glaube, Gnabry bekommt als nächstes eine Inform. Wäre interessant, wenn der LM wäre. Ich meine, ich würde ihn auch als RM testen, aber als LM würde ich ihn auf jeden Fall auch testen. Ich glaube sogar lieber wären wir LM als RM, weil ich glaube, Jarmolenko ist noch ein Tick besser als Ribéry. Wobei, es ist schwer einzuschätzen. Ribéry ist eigentlich schon ziemlich gut. Es ist halt echt schade, dass man bei Ribéry eigentlich gezwungen ist, Catalyst zu nehmen, weil ich würde es schon gerne seinen Abschlusswert boosten, aber es geht nicht, er ist zu langsam sonst. Bei 82 Tempo muss ich ihm Catalyst geben. Er bräuchte halt echt mal eine Inform, das wäre geil. Die wäre zwar auch sehr teuer, aber ich glaube, die können ich mir leisten. Also ich glaube nicht, dass sie 500.000 kosten würde. Vielleicht so 300.000 und die könnte ich mir leisten. Ah, Moment, Moment. Zum Glück habe ich es noch gemerkt. Wir können auch nicht nochmal mit der Bundesliga spielen, ich Trottel. Wir müssen natürlich auf die Calcio A wechseln. Wie gesagt, ich bin nicht super fit. Ich merke das, ich spiele auch nicht so gut. Aber wir ziehen es durch. Gold 1 schaffen wir trotzdem. Das wäre echt gut. Wenn wir Gold 1 schaffen, wäre echt gut. Für das Wochenende. Oh ja, komm, wir spielen mit Schwarz gegen Dunkelrot. Wie dumm. Ich habe gerade wieder auf Schwarz wechselt, aber es geht auch so, denke ich. Okay, mal ein nicht so gutes Team. Das ist doch schon mal schön, dass jetzt mal nicht wieder so ein Überteam am Start ist. Hart im Tor. Morata als Stürmer. Morata habe ich auch im Verein, aber halt als nicht tauschbarer Spieler. Ich müsste echt mal gucken, was es so für Squad-Building-Challenges gibt, wo es sich vielleicht mal lohnt, meine nicht tauschbaren Spieler reinzuhauen. Vor allem halt auch sowas wie Informs etc. Ich habe ja einen Mali. Inform untauschbar. Jetzt konzentrieren wir uns auch mal. Sein, dass es kein Foul war. Fühlt sich gerade super träge an das Spiel. Richtig eklig. Ich hatte der Gegner das gleiche Problem. Ich hoffe mal. Fehler. Ein Sieg, ne? Schade. Ich wusste, dass er jetzt schießt. Hätte ich auch so gemacht. Oh, Kacke, Mann. So ein Ding macht der Icardi eigentlich rein. Die Parade von Hart. Icardi kommt zum Kopfball, aber der war ziemlich schwach. Das war eine schlechter Abwurf. Leider ins Aus angenommen. Auch ein schlechter Abwurf von mir, darf halt auch nicht passieren.
Wenn er halt nicht reinrutscht, sondern normal zum Ball geht, dann wird es ein geiler Schuss. Wir waren zweimal dran, wir waren zweimal dran. Egal, wir drehen das Spiel. Wir waren zweimal dran. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Er bekommt den Ball halt trotzdem. Also ist es für mich ein Lackertor. Schade. Oh krass, der Gegner war sogar zuletzt dran. Einfach nochmal auf Philippe spielen. Leider nicht gesehen. Oder zu spät realisiert. Oh. Fuck, was für ein schwacher Pass. War natürlich schwierig, aber egal. Was mache ich denn? Solche Pässe spiele ich doch sonst nie. Gucken mal, wie die Statistik ist, aber ich glaube, die Formation funktioniert ganz gut. Ja, ich glaube, ich lasse die. Ich sag doch, ich glaube, sie funktioniert. Okay, jetzt machen wir noch das 2, dann alles ist gut. Vorlage Insigne, glaube ich. Ja. Icardi hat ja schon eine gute Chance in dem Spiel. Arbeitet auch nach hinten mit, sehr schön. Mann, schließ doch einfach ab mit ihm.
ist. Ja, es war halt zu eng, da waren noch zu viele Gegner. Diesmal habe ich abgeschlossen mit Torreira, aber es hat leider nichts gebracht. Oh, tut das weh. Schade, schade. Aber da können wir Andersen auch gleich auswechseln, nicht, dass er noch gelb-rot bekommt. Aber es läuft, es läuft. Wir, würde ich sagen, haben wir die besseren Chancen und drehen jetzt das Spiel. Come on! Komm schon, konzentrieren. Den wollte ich eigentlich nicht spielen, aber ist egal. Leider. Tunnelt. Oh, fick dich. Es war so klar, oder? Er muss jetzt natürlich nach 85. einen unverdienten Elfmeter bekommen. Was sonst? Meine Fresse. So ein Scheißlacker. Guckt euch das an, es war halt kein Elfmeter. Verschießen, komm schon.
Krass. Schön, wie er verschossen hat. Es wäre aber auch nicht verdient gewesen. Es war sowas von kein Elfmeter. Und ich krieg so oft den Elfmeter nicht, wenn es ein Verdienter gewesen wäre. Wahnsinn. Aber gut, es kommt nicht oft so ein Fehler vor, von daher. Jetzt konzentrieren wir uns, dass wir hier noch nicht ins Elfmeterschießen gehen müssen, sondern gewinnen. Gut angetäuscht. Macht halt so gut wie keine Stellungsfehler, das ist echt schwer. Dieser Sané ist so schnell. Sollen denn immer diese dummen Flanken? Ich überlege, ob ich nochmal ins 4-1-2-1 so wechsle, weil gar nichts mehr funktioniert. Was macht er denn? Konzentrieren, komm schon, ich bin nicht mehr der bessere Spieler, ich muss es leider so sagen. Ich würde sagen, es ist ausgeglichen bisher. Haben bisher zwei Elfmeterschießen, eins haben wir gewonnen, eins verloren. Es hat immer der Glücklichere gewonnen, es gab keinen, der schlechter war. Spielt. Komm! Oh.
mein Gott! Torhüterfehler, 120. Geil! Oh mein Gott! Endlich haben wir wieder mal ein Quäntchen Glück hier. Sehr geil! Brozovic! Wichtig! Ich hätte niemals gedacht, ich hatte sogar überlegt, ob ich woanders den Köpf, also nochmal ablege, aber ich dachte, der Torhüter kriegt eh den Ball, scheiß drauf. Also habe ich aufs Tor geköpft und ja, Torhüterfehler. Hart kommt raus und macht gar nichts. Sehr geil, 120. Jetzt holen wir auch Gold 1, wenn wir so ein Spiel gewinnen. Sehr geil. Komm, pfeif ab. Ja! Ja! Das ist natürlich super bitter für den Gegner. Hat sich auf gar nicht und auf Elfmeterschießen eingestellt. Sehr geil. Wichtig. Oh, Insigne, Mann auf dem Match. Mit 9. Icardi, Brozovic, Vorlagen. Nur eine von Insigne, trotzdem Man of the Match. Sehr geil, wichtig. Oh, am Ende dann zumindest was die Schüsse angeht, irgendwie verdient. Sehr krass. Hätte ich nicht gedacht, das hat sich gar nicht so angefühlt. So, jetzt haben wir Gold 2 geschafft. Jetzt brauchen wir noch 2 Siege aus 4 Spielen. Das schaffen wir. Gold 1, come on, baby. Ich werde noch was essen, also bis dann. Tschüss.